Hallo. Hallo. Wir machen ein internationales Workcamp. Und zwar aus dem Grund, weil wir verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen kennenlernen wollen. Wir sind 20 und wir kommen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, England, Griechenland, Russland, Korea. Ja. Ja. Und also ganz international. Und sind im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Also entweder wir gehen noch zur Schule oder sind Studenten. Und wir machen das Camp auch noch, um eben freiwillig zu arbeiten, um einen Teil in der Denkmalpflege, also... Umtreffen Leute aus anderen Kulturen. Ja. Und ja, unser Workcamp handelt, oder wir arbeiten im Simonetti-Haus, Coswig. Wir haben viel mit Lehm gearbeitet, also Lehmputz und Lehm hergestellt, also das ganze Programm. Ja, ich denke. Einer Weltkarte, in der wir versucht haben, alle teilnehmenden Länder mit Coswig zu verbinden. And now we will show you what we have done in the house. Wir gehen jetzt ins Haus und schauen uns an, was wir geschafft haben. Aber nur unter 60, über 60 braucht er nicht. Das ist günstig, danke. Also unterschätzt. Das ist wohl überschätzt. Das ist gut. Ja, der Lack muss heiße machen, es gibt verschiedene Methoden, es gibt verschiedene Methoden, aber das bei der Abschlussveranstaltung des Workcamps stellten die Jugendlichen ihre geleisteten Arbeiten vor. Auch die Gäste durften sich an den Arbeiten versuchen. Ja, natürlich. Denkst du, vielleicht macht das erste Mal heute oder was? So. Ich habe auch
Hier wurden die verschiedenen Techniken der Lehmherstellung gezeigt. Auch auf historische Weise wurde der Lehmputz angemischt. Wir sehen aber, wann das Trockene, was die Verbreitung da unten macht, das ist genau das Gleichzeug. Rot und Lehm. Und das wird dann richtig schwer, weil es noch trockener gemacht werden muss. So in der Form können wir von hier an der Wand nehmen. Du auch nicht in Spülwasser. Nein, nein. Bist du als Trockene? So langsam werden sie eingegraben. Nee, nee. Die beiden Herren, die das Ihnen hier zeigen, haben das am Dienstagnachmittag für 4 Stunden gemacht. Oh. Aber ich denke, das ist für die... Ich habe aber schmutzige Finger. Vielleicht alle Beeren mal? Ja. Ja, das ist ein Eisern, das muss man machen. Ja! Und dann? Gut so? Ja. Vielen Dank.